Ja, mein Name ist Billie Jean und ich arbeite seit 2013 im Tattoo Paradise, also seit Juli 2013. Ja, mit 10 Jahren wollte ich. Also mir war selber wichtig als kleines Mädchen, dass ich mit Menschen sozusagen zu tun habe. Und habe halt überlegt, da ich von klein auf an, also vom Kindergartenalter schon gezeichnet habe, war mir eben auch wichtig, dass ich meine Kunst, aber auch wie gesagt mit Menschen irgendwie was in Verbindung bringen kann. Und da habe ich gesagt, Tätowiererin, da habe ich sozusagen alles zusammen in einem. Also ich selber bevorzuge den Realistik-Stil, weil ja, mir macht einfach dieses Schattieren eben Spaß, was beim Realistischen einfach gegeben ist. Obwohl ich auch Neo-Traditional ganz schick finde, das ist so ein Zwischending zwischen Realistik und ein bisschen Oldschool. Ja, es meine eigenen Tattoos ist von Sascha. Der arbeitet im Bloody Valentine im Studio. Und daher habe ich meine Tattoos. Aber auch von meinem Kollegen hier. Also welche von hier und von dort. Mein Leitspruch ist eigentlich, lebe jetzt. Also man lebt einfach jetzt, weil viele sagen immer, was ist denn auch gerade bei Tattoos, was ist, wenn du älter bist, was ist, wenn die später nicht mehr so schön aussehen, deine Haut vielleicht hängt. Und ich bin einfach der Meinung, du lebst im Hier und Jetzt und im Alter sieht die Haut so oder so blöd aus, ob da nun ein Bild drauf ist oder nicht. Ja. Daher lebe im Hier und Jetzt einfach und mach es. Wenn du Lust drauf hast, dann mach es. Seh die Tattoos als Tagebuch an. Jedes Bild hat ja so eine bestimmte Geschichte, die man einfach erzählt. Und daher würde ich selber nie eins bereuen und denke auch, man sollte auch nie eins bereuen. Selbst wenn es mal nicht so schön vielleicht ist. Aber man hat ja immer so eine Geschichte, die man damit verbindet.